Ja. Ich mache mir damit einen Softlock. Ich muss den blauen aktivieren. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Airship P-Switch Jump von L.A. Basti. Watch your steps. Eine Abschlussrate von 0,1%. Einer hat es bisher geschafft von 926 Versuchen. 57 Leute haben sich dran probiert und der eine, der es geschafft hat, hat natürlich auch den Weltrekord. Na, dann ist ja toll. Dann ist ja alles super. Dann können wir ja auch, mal einen Timer starten, ne? Löse mindestens 60 P-Switch auch noch. Das heißt, wenn wir nicht mehr... Oh, du bist doch echt... Das ist mal sadistisch. Das ist auch noch in diesem Night-Theme. Woher soll ich denn das wissen, dass der da runterkommt? Kannst du mir das mal erklären? Das ist ja echt gemein. Moment, stopp, den brauche ich. Mindestens 60 oder 60? Alle 60? Mindestens 60? What? Mindestens 60, okay. Ach! Also, Basti will's mal wissen und das hier in One Level per Day. Na, geil. So. Oh Mann. Ach komm. Ich hoffe jetzt nicht, dass du möchtest, dass ich da hin und her springe immer. Weil das wäre echt mehr als... Ahaha, schick. Ja, tschüss Mario. Ah, wenn da der Schwung nicht stimmt, dann ist echt am Arsch. Puh. Ich kann ja auch dran vorbeispringen. Ich kann ja einfach dran vorbeispringen. Macht ja Spaß. Macht ja Spaß. Ich habe nur seinen Kommentar gelesen. Freu dich auf das Level. Brauchst den Timer. Ja, ich hab's gesehen. Komme ich aber nicht hoch, schade. Warum? Ach, weil er noch mitten im Flug war. Ah, andere Physik. Andere Physik. Ich glaube nicht, dass hier die Leute aufgegeben haben. Ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund, weswegen sie aufgegeben haben. Das ist nicht das. Warum hätte ich es sogar schaffen können? Ah. Ich habe... Einmal aus dem Rhythmus raus, hat man keine Chance mehr, da aus diesen P-Switch-Hörtern rauszukommen. Mal gucken, ob ich den Sprung schaffe. Was schaffe ich? Ändere ich damit irgendwas?
Werde ich das jemals erfahren? Mache ich damit vielleicht einen Softlock? Wow. Ja. Ich mache mir damit einen Softlock. Ich muss den blauen aktivieren. Oh, das ist doch... Dann markiere das vorher irgendwie. Dass man da beispielsweise nicht lang kann, ohne dass man das vorher gemacht hat. Das ist ja jetzt echt ein bisschen doof. So. Dass ich das dann brauche. Ach, zu hoch gesprungen. Mensch, Basti. Wie lange hast du dafür gebraucht, um das zu schaffen, hä? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, hä? Ah, zu kurz gesprungen. Verdammte Axt. Ich würde hier noch irgendwie so einen Pilz zusätzlich irgendwo hinpacken. Aber offensichtlich einen Pilz. Also jetzt nicht hier so von wegen... Irgendwie so ein Assi-Pilz, ne? Dass man so eine zweite Chance hat. Oder ein Link-Kostüm oder sowas. Damit es halt von der Größe her identisch ist. Ja. Ja. Ah, schade. Ich wollte das so ein bisschen hin und her. Vielleicht war das ja auch bewusst von ihm sogar so gedacht, dass man dann halt diese 60 Stück bekommt. Aber das ist echt tricky. Ich sollte mich mal eher jetzt darauf konzentrieren, mal zu schaffen. Wobei, wenn ich mal so ehrlich gucke, da oben sind 8, 12. 12 Stück ist auch schon mal eine Nummer. Hier sind 8. Oh, danke, da habe ich hier mal eine ganz kurze Pause. Wow, wow, wow. Das ist doch... Ah, die sind viel zu random. Mann, Basti. Die sind viel zu random. Man sieht nicht, wo man genau hin muss. Ach, Mist. Oh. Katze möchte mich die ganze Zeit ablenken. Aufpassen, dass sie keinen Unfug macht, denn ich weiß ja genau, gleich springt sie ins Bild. Sie kündigt es schon an. Sie ist schon sprungbereit, aber ich sage nein. Kann jetzt nicht. Wow, ich hab's geschafft. Puh. Wie geht's weiter? Ja, genau. Das ist nicht dein Ernst, Basti. Reicht doch, dass du es so schon machst. Warum muss es dann 60 Stück sein? Da hättest du einen Checkpoint reinbauen können. Da hättest du wieder Sinn gemacht. Da hättest du gesagt, okay, gut, du hast es jetzt geschafft. Hier ist ja ein Checkpoint. Thank you.
Da unten lang könnte wäre geil. Ah, Katze weg. Kannst du mich wieder konzentrieren. Wow, 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 wow. Ja, Basti. Da möchte ich jetzt mal sagen, das ist ja jetzt ganz blöd. Wow, wow, wow. Oh, nee, sowas ist doch echt ätzend. Ey, Basti, das kannst du mir nicht antun. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Puh. Oh nee, ne? Nein, 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 nein. Och komm. Oh nee. Basti. Das ist doch abnormal. Ich glaube, ich bin jedenfalls einer, der sehr weit gekommen ist. Mit diesen Wirbeln, die sind echt so zum Kotzen. Das ist so viel random. Und dann auch noch zum Schluss so einen Wirbel reinbauen, der den dann nach oben wirbelt. No chance, Junge. No chance. Aber Fakt ist, ich kriege hier definitiv mehr weg, als ich eigentlich wollte. Ja. Kann ich sogar rein theoretisch den ein oder anderen skippen. Was mir zwar keinen direkten Vorteil verschaffen würde, aber ist ja egal. Eieiei. Ja, der muss erstmal landen. So. Okay. Hui. Wie gesagt, was ist das jetzt echt mehr als. Wow. Was? Was? Willst du mich verarschen? Das war unfair. Wieso hat er den jetzt darüber transportiert? Das war ja sowas von mega unfair, dass er den darüber getan hat. Und das ist dann ein deprimierender Erfolg, würde ich mal sagen. Deprimierendes Erlebnis. Wo man dann die Lust verliert an dem Level. Und auch die Konzentration. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, wie lange du jetzt wirklich für das Level gebraucht hast, um das hochzuladen? Weil ich glaube auch, dass du da bestimmt den einen oder anderen Fehler noch bemerkt hast. Na komm. Ich krieg's nicht. War so weit und dann. Da unten ist dann auch noch eine Tür. Wofür? Gibt's hier irgendwo ein Secret Death Exit oder sowas? Thank you.
Da ist er nur runtergelaufen. Mann! Sieht aus wie der letzte Versuch, Basti. Ich hoffe es nicht. Und ich hoffe, dass ich ihn schaffe. Ich sollte also auf Safe spielen. Safety first. Na komm. Wow. Das war eigentlich gar nicht Safety, aber egal. War zeitlich das Beste, was ich erreichen konnte. So. Ja, tut mir leid, Basti, ich schaff's nicht. Ich schaff's wirklich nicht. Es tut mir wirklich leid, aber es ist ganz ehrlich, also... wären diese Wirbel nicht, würde ich sagen, okay, gut, komm, gib ein Herzchen, aber diese Wirbel sind echt das, was das Ganze fast zum Überlaufen bringt. Das ist jetzt schon wirklich eine Konzentrationssache und es macht auch soweit Spaß, aber das ist wirklich eine Hausnummer. Ich bedanke mich trotz alledem ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschüss.